So, ab jetzt gibt's Karotte. Gesund, aber nervig zu essen. So auch in Real Life übrigens. In Real Life nicht so sehr deshalb, weil man nicht davon satt wird. Ich finde, von Karotte wird man verhältnismäßig sogar sehr satt. Aber ich verschluck mich unfassbar gerne, in Anführungsstrichen gerne, an Karotten. Das ist super nervig. So, ich brauche mal ehrlich gesagt ein paar Glowstones, ne? Und unser Pferd kommt hier jetzt gar nicht mehr raus. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wie kriegen wir unser Pferd jetzt hier raus? Muss ich da jetzt alles für kaputt hauen? Das würde ich sehr ungern machen. Warte mal, wenn wir vielleicht hier so... Ja, ich glaube, so kriegen wir es raus, ohne hier alles kaputt zu machen. Wenigstens nicht alles kaputt machen. Das wäre schon mal... Das wäre schon mal gut. Okay, dann reiten wir da einmal raus. Ups. Au, au. Danke. Du wartest hier bestimmt brav, ne? Ich kenne dich ja, Pferd. Du wartest ja immer sehr brav. Genau. Davon. Geh mal aus, dass es das tut. So. Und dann brauchen wir hier natürlich noch die Erde. Und dann da drauf natürlich das Rohr du Sucre. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Aber ich kann hier raus. Das ist kein Problem. So. Plöpp, plöpp. Dann, Pferd. Hast wieder schön gewartet. Schön brav gewartet. Komischer Gaul. So. Schöner Sonnenuntergang da hinten. Echt nice. Ich mag die Playlist bisher. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Playlist so findet. Ob das eine gute Untermalung ist. Oder ob die nervt, ob die weg kann, ob die bleiben soll, ob die erweitert werden soll. Und falls ihr irgendwelche Lieder für die Playlist habt, gerne in die Kommentare schreiben. Aber wichtig ist halt, die müssen halt lizenzfrei sein, dass ich da keine Probleme irgendwie mit der GEMA bekomme oder mit sonst was, was auch immer. Also ihr könnt jetzt hier nicht den neuen Song von Kanye West draufpacken. Wobei ja Kanye West momentan eh ein schwieriges Thema ist. So. Was wollt ihr jetzt hier? Habe ich irgendwas gebraten eigentlich mal so? Tak, 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 tak. Nö. Was hier noch so drin? Hier sind Kartoffeln drin. Ja, wunderbar. Dann schmeißen wir auch die Karotten direkt weg. Wer braucht schon gesundes Essen, wenn er auch einfach Kartoffeln essen kann? Würde ich mal sagen. So. Dann essen wir doch einfach Kartoffeln. Na klar. Okay. Was wollte ich jetzt hier? Lichtquellen wollten wir haben. Nämlich Glowstone oder so. Oder Pilzlichter. Ich weiß gar nicht, ob wir großartig Pilzlichter haben. Tatsächlich ein paar. Leuchtstein, wie es ja mittlerweile heißt. Hier haben wir gar kein Crafting Table drin. Interesting. Plöps. Die Textur von Glowstone wurde aber auch irgendwann mal erneuert, oder? Das ist nicht mehr mein Glowstone. Ja, aber es ist tatsächlich nicht mehr der Glowstone, den ich noch kenne, von früher. So, nö. Ich wollte mal wieder runter. Da sind wir auch schon. Schönen guten Mosche. Alle zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. So. Und dann rödeln wir einmal wieder rüber. In Richtung neues Gebiet, das wir uns da schließen. Und ich glaube, es wird gut. Also zum einen wird es aus funktionaler Sicht her gut. Und zum anderen wird es, glaube ich, auch einfach so gut. Ich glaube, wir machen da einen guten Job. So, ich wollte mal gerade schauen. Das ist alles gut. Die Schaufel könnten wir mal reparieren, so langsam. Das wäre wirklich langsam kein Luxus. Diese Möwen, ey. Ist ja schlimm. So, wir machen mal hier gerade... Guck mal. Zack, zack. Warum mache ich das in Third Person? Pferd geht da fast schon von selbst rein. Das ist nett. Aber ich geleite dich, mein treues Ross. So. Okay. Ja. Weiß ich ja jetzt nicht, was ich davon halten soll, ne? Hier ist ein Grasblock. Er hat wahrscheinlich ein Enderman von in grauen Vorzeiten hier irgendwann mal hinplatziert. Ist wahrscheinlich schon ewig her.
Schön, dass ich gerade noch sage, wir sollten mal die Schaufel reparieren. Jetzt grabe ich mich hier irgendwie durch ein Kiesding durch. Aber wie so oft, hinter Kies geht es gerne mal weiter. So auch heute. Bin auch nicht weit. Na gut. Dann lass uns doch gerade mal die Musik ausmachen. Denn die Atmosphäre in Höhlen finde ich auch echt geil gelungen. Mit dieser Mehr-Sounds-Mod. Die will ich mir jetzt natürlich nicht durch die fröhliche Musik im Hintergrund verknödeln lassen. Oder ruinieren lassen. So, wir bauen mal ein bisschen Kohle ab. Dann können wir nämlich gleichzeitig unsere Schaufel ein bisschen reparieren. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Hier gibt es ja auch Unmengen an Kohle. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Man sollte ganze Dörfer abreißen, nur um diese ganze Kohle abbauen zu können. Aber sowas machen wir nicht. Denn wir sind nicht der RWE. So. Da steht auch wieder so ein random Kiesblock. Das ist ja auch interessant hier. Ist halt alles noch alte Höhlengenerierung, ne? Also von ganz, ganz früher. Das merkt man auch. Sieht ja alles sehr, sehr seltsam aus heutiger Sicht. Oh, das nehmen wir auch mit hier. Eisenerz, warum nicht? Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon. Aber diese Höhle voller Kohle, also diese Köhle, das ergibt Sinn. Haben wir uns die auch mal angeguckt. So. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir bauen. Dann haben wir immerhin gesehen, dass hier kein Indianerfriedhof ist oder sowas. Von irgendwelchen verlorenen Seelen, die uns dann heimsuchen wollen. Denn heimsuchen, das ist nicht so eine gute Sache. Entweder man ist senil, also ein Familienmitglied ist senil und man muss für das Familienmitglied ein Heim suchen. Oder man weiß nicht mehr, wie man nach Hause kommt und ist selbst senil offenbar und muss dann eben sein Heim suchen. Oder es gibt eben auch Geister, die ein Heim suchen, zumindest der Sage nach. Ist mir jetzt persönlich noch nicht untergekommen, aber soll es alles schon gegeben haben. So, Musik wieder an, danke. Und dann schauen wir mal, wie können wir jetzt hier weiter fortfahren? Ich habe keine Ahnung. Achso, Glowstone, genau, wir wollten ja hier Licht machen. Plöps. Machen wir doch hier mal über Licht hin. Kann ich das auch von oben machen, oder? Ja, das geht doch easy. Ich Trottel, Mann. Ist ja unglaublich, der Typ. Das ist ja unglaublich. Ja. So. Ja. Okay, Fackel kann weg, Glowstone kann hin. Fackel kann weg, Glowstone kann hin. Fackel kann weg, Glowstone kann hin. Ich weiß nicht, ob ich jemals Leuchtstein sagen werde, das Wort Glowstone. Das ist so wie mit Netherrack. Das sind einfach zwei englische Begriffe, klar. Aber die sind halt aus früher Minecraft-Prägung noch drinne. Und ich glaube, so einfach kriegt man die gar nicht raus aus dem eigenen Denken. So, wir müssen auf jeden Fall hier noch Holz hinmachen. Damit das Wasser nicht sonst wohin fliegt. Fließt, natürlich. Fliegt auch nicht, aber auch nicht fließt. So. Zack. Ja, das sehe ich jetzt wieder von hier unten nicht. So. Okay, das wird doch langsam. Die Treppe nervt mich jetzt schon. Ich möchte gerne eine Treppe haben, die auch wirklich eine Treppe ist. Um ehrlich zu sein. Das heißt, wir packen mal unseren kräftigen Tablement aus. Und dann schauen wir doch mal. Können wir hier nicht sowas bauen? Ja, wunderbar. So. Ah, ich muss sagen, auch mit diesem Feature habe ich am Anfang sehr gefremdelt, wie wahrscheinlich jeder Minecraft-Veteran. Aber mittlerweile mag ich dieses Buch ganz gerne tatsächlich. Dieses Crafting-Buch. Auch wenn ich es am Anfang gar nicht genutzt habe. Wie gesagt, natürlich fremdelt man damit, wenn man es halt gewohnt ist. Ja, du musst halt die Crafting-Rezepte auswendig kennen. Ne, sonst hast du halt Pech gehabt. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Und ich muss sagen, es ist schon auch durchaus angenehm, wenn man es nicht alles auswendig kennen muss. So. Dann machen wir jetzt hier überall Water rein. Das war jetzt richtig dämlich. Okay, ich korrigiere. Das war richtig dämlich. Meine Güte, ich sollte hier hinten
Ich sollte hier hinten. Ich habe eine Idee, was wir da hinten machen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, da kenne ich ja gerade mal nichts, ne? Da bin ich mir für nichts zu schade. Wir machen das jetzt einfach. So. Weißt du, das eine ist ja dumm zu sein, das andere ist aber mit der eigenen Dummheit umgehen zu können, damit arbeiten zu können. Und genau das machen wir jetzt. Wir machen hier einfach so eine Tür rein. Ah, das geht so nicht. So. Einfach so eine schöne Doppeltür, zack. Und hier machen wir es, glaube ich, eher mal aus Stein. Und zwar so. So. Weil, wenn wir das aus Holz machen, die Platte, dann könnten auch Zuckerrohrteile, die hier abgesenzt werden und hier drauf fallen, kann ja passieren vielleicht, dann könnten auch diese Zuckerrohrteile die Tür öffnen und das wollen wir ja nicht. Ich weiß zwar nicht, warum wir das nicht wollen, aber es könnte ja negative Konsequenzen haben eventuell. So, die Tür stelle ich jetzt einfach mal hier hin, damit sie weg ist. Yo. Was brauchen wir noch? Erstmal nichts, glaube ich. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ah ja, genau. Wir haben das Wasser gemacht. Ne, wir haben das Wasser hier eingefüllt. Und ich kriege auf einmal irgendwelche Trackmania 2-Vibes. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber irgendwie sind sie auf einmal da. Ganz seltsam manchmal, wie das so passiert, ne? Und ich habe tatsächlich jetzt auch eine Idee. Und zwar hierfür. Eventuell können wir hier so Aufzüge machen mit Wasserblasendingern. Also mit diese Wasseraufzüge. Das könnte man theoretisch mal machen. So, dann brauchen wir Holz. Das Holz kommt natürlich hier drauf. Und dann merkt ihr auch schon so langsam, aber sicher kommen wir dazu, dass wir die zweite Etage, naja, noch nicht fertigstellen, aber wir kommen in die Richtung, dass irgendwann mal fertig werden kann. Und dann können wir hier richtig viel Zuckerrohr ernten. Und dann können wir uns eigentlich als nächstes dann gleich dran machen, zu schauen, wie wir das ganze Abflusssystem dann gestalten. So, hier mache ich vielleicht nichts hin. Genau. Hier mache ich vielleicht nichts hin, wie gesagt. Und, ups. Hopsala. Ja. Sehr stark, Fridde, wie immer. Genau, hier ist die Tür. Genau, genau. Das ist dann das hier. Ja, eigentlich können wir es ja hier oben gleich wieder so machen, ne? Können wir auch hier eine Tür reinmachen, dann kann man hier auch wieder raus. Ich denke, das ist keine schlechte Idee, wenn man es so ein bisschen greifen kann, das Ganze. Das ist sogar ziemlich gut. So, wie haben wir es hier? Wir haben hier die Dinger, dahinter Holz und dann da drauf die Beobachter. Das heißt, wir brauchen hier jetzt Holz, ne? Genau so ist es. Wir brauchen Holz. Holz, Holz, wir brauchen Holz. Was geht denn, Alter? Nicht Handwerk, Quatsch. Mach ich so, haben wir mal wieder ein bisschen Kram weggelegt. Ja, ich glaube, mit dem Holz werden wir halt niemals ganz hinkommen. Aber gut, ist jetzt halt so. Wir machen jetzt mal, was geht. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, machen wir es so. 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 Okay. Gut. Soweit, so gut, würde ich mal behaupten. Dann kommt da der Redstone drauf. Das können wir ja auch gerade machen. Haben wir noch Redstone dabei? Ja, haben wir sogar. Dann kommt hier Redstone drauf. So. Schön ordentlich. Schön überall Redstone. Jawohl. So, und dann kommen die Beobachter da drauf, ne? So rum, glaube ich. Ja, so rum.
Und Beobachter müssen wir dann auch gleich wieder welche kraften. Da müssen wir kraften. Oh. Da müssen wir mal wieder welche kraften. Hör mal. Oh, befriedigend, dass wir die Reihe noch voll bekommen haben. Sehr schön. So, gibt's hier Monster? Jo, okay, Monster sind an, das ist gut. Weil das ist ja der Spielstil, den wir hier pflegen. So, dann gib mir doch mal hier den Sucre-Rohr. Wie heißt das eigentlich auch von... Weißt du was? Wo kann man das nochmal machen? Muss doch Optionen sein. Sprache, hier. Weißt du was? Je suis... Je parle français today. France. Let's go. Wir machen einfach mal Französisch. Warum denn? Französisch? Wir machen Französisch? Ich muss mal an Stefan Raab denken und dieses dumme Nippelwort. So, jetzt hier. Hallo. Na also. Champ der Vision. Gibt's hier auch. Difficulté. Difficile. Und wir machen jetzt Reprendre la partie. La partie. Seid ihr, also ich habe ja das Gefühl, Französisch ist eine Sprache, an der sich so ein bisschen die Geister scheiden. Entweder man liebt es oder man hasst es. Jetzt habe ich natürlich an euch die Frage, seid ihr Team, ich liebe Französisch oder Team, ich hasse Französisch? Ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gespalten. Manchmal finde ich die Sprache echt schön. Manchmal irgendwie auch nicht. Ich bin da wirklich sehr unschlüssig, was das angeht. Warum baut sich da hinten alles auf? Ach, weil wir kurz im Menü waren, ne? Logisch. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespalten. So wie der Schädel von diesem Zombie hier. Der ist auch sehr gespalten, wenn ich da durch die Axt, mit der Axt durchgehe. Das ist die natürliche Lauf der Dinge einfach. Und wir schnappen uns jetzt das Pferd. Und reiten nochmal heim, weil wir was brauchen? Keine Ahnung.